wenn ich besoffen bin? Nein, den wollte ich gar nicht abnehmen. Habe ich schon abgegeben? Verdammt, ich wollte ihn zum Moxis abgeben. Ja, stopp halt. Jetzt ist Schluss. Trägt mich zu neuen Höhen. Ich werde besser. Den da oder den da? Dem unteren ist mehr wert. Jack, Lilith und der Krieger sind am Heroes Pass. Und dahin gehen wir jetzt. Das ist der letzte Kampf, Amigo. Wenn du dich vorbereiten musst, dann jetzt. Sieh dich in der Stadt um. Diese Leute haben nicht viel. Aber sie wollen dir helfen. Okay, Finalquest. Hyperion hat den Eingang zum Heroes Pass verriegelt. Geh zurück zu Claptrap. Du brauchst ihn, um den Weg für dich freizumachen. Brick und ich treffen dich, sobald du drin bist. Sieg oder Niederlage. Wir beenden das gemeinsam. Für Bloodwing. Für Roland. Für Pandora. Ja, ich mach ein paar Nebenquests. So wie es das anhört, ne. Kriege ich sonst aufs Maul. Aber hab ich keine Lust. Wenn das jetzt eben gerade schon so schwer war, dann, ja, werde ich mal andere Quests annehmen. Leider wollte ich den bei Moxis abgeben. Schade. Ich habe nicht darauf geachtet, ob das wirklich so viel Gesundheit regeneriert, wenn ich hier, Dings bin. Ein Typ gekillt hab. Was soll's denn sein? Was soll's denn sein? Anzahl der Objekte, Safe ablegen, das juckt mich ja nicht. Rucksack, so viel habe ich inne. Was braucht man denn an Muni, das wird. Raketenmuni habe ich leider nicht. Shotguns, Muni, Speicherdeck. Berühren Sie mich nicht und komm ja nicht wieder! Schön, dass er die Munition immer gleich noch mitgibt. Eigentlich wollte ich ja bei der hier das abgeben. Gibt nichts zu tun, aber das heißt nicht, dass du nicht bleiben darfst. Genau, und ich kann ja immer schöne Spenden. Wieder. Hier, das ist nicht meine Lieblingswaffe, aber sie könnte dir nützlich sein. Meins. Sag ich doch. Miss Moxie's Bad Touch. Wenn du so weitermachst, werde ich mich irgendwann revanchieren müssen. Haut die noch mehr raus? Jedenfalls, das war das, was ich haben wollte hier, die entsprechende Waffe. Frage ist, wie gut die ist. Gegen Panzerung, Korrosion. Ich gut, bin ich richtig gut. Im Wesentlichen ist die eigentlich besser hier als die. Da kommt die Genauigkeit hier um, weiß ich, wie viele Punkte. Würde ich die mal aus? Nehme ich mit dir von Moxie. Aber so, so heftig ist die halt auch wieder nicht, ne? Ach, sorry, Sweetie. Nichts zu tun heute. Ich werfe mal ein bisschen mehr rein, vielleicht wird's ja was. Wie großzügig von dir. Hier, das ist meine Lieblingswaffe. Wenn du sie benutzt, verstehst du wieso. Ja. Ja. Ja, die nehme ich. Aber da geht noch mehr. Ein weiterer Schritt Richtung Wiederaufbau des Underdomes. Jack fand's nicht toll, als ich ihn abserviert habe. Er dachte, wenn er nicht haben kann, was er liebt, soll ich es auch nicht haben. Er schickte seine Gorillas, um den Underdome abzufackeln. Ich glaube, er will selbst etwas in der Art bauen. Aber er kapiert nicht, was den Underdome ausgemacht hat. Der Glamour, der Flair, der Charakter. Und seine Titten sind auch nicht so toll. Ah ja. Tolle Info. Ja, ich tausche dann mal gegen die hier. Ich meine, guck dir das mal an. Das ist ein klares Zeichen, meine Freunde. Aber so gut ist sie auch nicht. Kommt noch was? Vielleicht? Kommt nichts mehr. Wie großzügig von dir. Oh. Hier, das ist meine Lieblingswaffe. Noch mal eine. Wenn du sie benutzt, verstehst du wieso. Ja, dann gib auch her. Gibt nichts zu tun, aber das heißt nicht, dass du nicht bleiben darfst.
auch keine Lieblingswaffen mehr. Mir egal, ob ich gewinne. Hauptsache Spaß. Kann ich gar nicht mehr. Hä? Ich hab die gar nicht gekriegt, die Lieblings... Ich kann gar nicht mehr spendieren. Ich kann gar nicht mehr spenden. Nee. Scheint war zu... Ach, sorry, Sweet. Alter. Nichts zu tun heute. Ich hab bezahlt. Ich hab's noch nicht gekriegt. Schweinerei. Ich hab leider nicht noch eine bekommen. Nö, leider nicht noch eine. Egal, dem verzeihen ich hier einiges zusammengekriegt zu haben. Und die Waffe von ihr war auch natürlich, passt gut mit dem Munitionsupgrade zusammen, was ich gleich schon gebastelt hatte. Ja, ich hoffe mal, die ist ganz gut. Das war einfach nicht schlecht, aber das wird nicht reichen. Ich probiere nochmal ein bisschen zu zocken. Alter, das zieht 1000 ab. Gut, dafür sind die Waffen auch einen Tacken größer, aber... 1000 kostet das. Ja. Dafür sind die Waffen natürlich auch ein bisschen besser. Nichts mehr mit 200. Nicht schlecht. Na gut, die ist halt jetzt nicht so pralle dann. Also, das eine hat sich ihm gerade ziemlich gelohnt. Hui. Das ist sogar gerade mal hier eine nicht mal Dings und schon irgendwie 6000 Damage. Kann den anderen, kann meinen jetzigen Raketenwerfer verkaufen. Ja, da gibt's immer gute Sachen. Kommt immer aufs Level an, ne? Na komm schon. Ich denk mal, jetzt danach noch zweimal dann. Da nochmal. Da nochmal. Dann hab ich erstmal genug ausgegeben. Der Rest brauche ich hier für Munition. Wie gesagt, Quests, die kommen dann noch. Aber ich tue mal erstmal hier bei den normalen Quests. Ich habe so viel noch nicht entdeckt. Der Talon of God. Nee, ich nehme mal kurz hier ein paar andere gleich an. Egal, wenn ich es entdeckt habe, einfach die Typen gehen da ansprechen. Mir egal, was du kaufst, aber kauf was! Ja, dass die immer alle so freundlich hier sind. Hier, Explosionswaffen-Muni, die kann ich mir eigentlich auch knicken. Braucht keine Sau. Granaten werden erhöht. Nee, dafür reicht's nicht. 12, das würde gehen. Oh ja, das passt sich gut für die. Ich weiß nicht, ob das übertrieben ist in der Munition, aber für die eben erworbene Waffe. Steckt sich gut. Guck mal unten. Fast 1000 Munition, Kugeln im Vorrat und von den erworbenen Waffen, die ich halt jetzt nicht brauche, kann ich jetzt über Murgus verkaufen. Wenn ich den Schrott endlich mal los, den Scheiß. Kuh einkaufen. So, was hat der ansonsten noch? Nee. Ja, ganz nett, 14.000. Aber, nee. Nicht so pralle. Nee. Nee. 7.000 für das Ding, ich glaub's hackt. Das hier oben wäre schon fast gerechtfertigt, aber noch fast. So, was verkaufe ich da mal? Ich denke mal, die kann ich getrost verkaufen. Was habe ich mit der hier? Die hast du bekommen. Explosions... Behalte ich nochmal. Gegen Schilde mit 598. Achso, hier unten ist noch der Schrott. Crap war da. Kann weg. Kann weg. Kann weg. Kann weg. Oder soll die... Ja, kann weg. Kann weg. Da ich sowieso gegen Hyperion kämpfe, größer als Roboter, das kann ich mir Feuerwaffen theoretisch sparen, die eh nur gegen Banditen größtenteils gut sind. So, dann Schilde 488. Hier oben die gegen Schilde
500 irgendwas. Das heißt, die untere kommt weg. So. Dann der Raketenwerfer hier. 6000 irgendwas. Und der Raketenwerfer ist fast dasselbe Modell. 4200 hat er. 74, 74, 09, 10. Oh, komm. Arschnitt 56, 68. Der oben braucht ein bisschen länger zum Laden. Ja, eine Sekunde. Scheiß drauf. Magazingröße 3, Magazingröße 3. 43,5, 43,5. Ich kann das hier unten verkaufen, also bei 2000 mehr Schaden lohnt es sich. So. Die beiden Raketen habe ich zur Auswahl. Einerseits Feuer, einerseits Slack. Sniper, die macht keinen Schaden, die kann ich hier fast wieder wegschmeißen. Komm ich mal weg. Egal, ich brauche nicht alle Sniper-Arten. Bringt eh nichts. Besonders wenn ich so viel Schaden, kann ich gleich so ein Ding hier oben nehmen. So, dann. Die Waldschammer wollte ich auch noch behalten. Waldschammer. Behalte ich die ganze Zeit. So Durchschnitt. Von wegen so Durchschnitt. Die so übelst extrem. Magazingröße 151 für eine Pistole. Also auch eine gelbe. Ich weiß nicht, ob gelb nochmal irgendwas Spezielles ist, aber. Ich weiß nicht, ob die hat. Nee, dann lade ich mal kurz den an. Achso, nee, ist nur einkaufen. Ups. Komm vorbei. Ich habe Arbeit. Ja, schön. Vor ein paar Wochen habe ich einem Idioten namens Kai Geld gewechselt und ihm einen Zehner statt einem Einer gegeben. Du musst ihn finden und mir die neuen Piepen zurückholen, die er mir schuldet. Er hat in ein Echo-Gerät gebrabbelt, als er reinkam. Vielleicht kannst du ihn anhand seiner Sendesignale aufspüren. Ja, okay. Kann ich machen. Ich nehme aber erstmal alle Quests hier an, weil wahrscheinlich kann ich wieder tausend Sachen parallel nebeneinander machen. Da muss ich ganz hin und her und hin und her und hin und her. Nur bei der Geldgeschichte hier, ich könnte schlaust, ich habe wieder so viel Geld, wenn ich wieder tausendmal sterbe, was ich eh wieder tue, dann kann ich genauso gut das Geld jetzt nochmal verzocken, damit ich nicht so viel verliere, wenn ich eh wieder sterbe. Ganz getrost. Bisschen runterzocken und mit Glück sogar noch eine gute Waffe kassieren. Das ist aber schwer, vielleicht was Gutes geworden. 622. Verkaufe ich dann eben wieder. Aber das meine ich eben, ne? Oh, 777. Ach, gibt's denn so einen dämlichen Skin? Leider nur. Hier ist das schon mal. Gesagt gegen hier einen Sniper mit 836. Hat sich gelohnt. Aber das ist schon scheiße, dass ich aus dem Spielautomat meine besten Waffen im Moment rausziehe. Das ist ein bisschen blöd. Das ist richtig dämlich. Gib mir einfach was zum Abknallen. Einer sagt, gib mir einfach was zum Abknallen. Wow, Jackpot. Oh ja. Oh ja. Ausgezeichnet. Die Orangenwaffen, stimmt, okay. Orangen sind die extrem guten. Das war Jackpot, wenn ich hier die drei Symbole zusammenkriege. Ja, es hat sich gelohnt und. Es hat sich gelohnt, das hat sich verdammt gelohnt. Jetzt müssen wir am liebsten abspeichern. Boom. Gleich macht's Boom. Wie bekloppt, komm schon noch einmal. Aber es hat sich gelohnt, es hat sich sowas mal gelohnt. Ja. Soll ich gleich rausgehen, wieder Zeug verkaufen? Kann ich ja bei dem Typen mir Zeug verkaufen? Nein, nur er werbe nicht verkaufen. Kann ich bei einem normalen Automaten, auch wenn es halt einer für Lebensmittel ist, Zeug verkaufen, kann die anscheinend. Ja, die oben verkaufe ich natürlich nicht, das wäre bekloppt. Alter, 11.000. Ich verkaufe nur den Schrott, den ich hier einsammle, größtenteils. Ach, ist hier einer von den Schrottdingern? Ich glaube schon. Ja. Sie kriegen wir gar nicht so mit hier, so einfach manchmal. Das war auch Schrott. Die war Schrott. Die war Schrott. Und hier habe ich hier eine Slag-Sniper eingesackt, die ein bisschen mehr gezogen hat. Hier 800. Heißt, ich kann die Ober verkaufen. So, und einige markieren. Gut markieren, gut markieren, gut. Auch als positiv markieren. Das war gegen Feuer. Gegen Schilde. Ah, da bin ich. Ah, das sowieso auch als gut markieren.
Genau, passungslöcher. Ach, den habe ich bereits freigeschaltet. Das heißt, ich kann den gar nicht mehr. Da ich den bereits freigeschaltet habe, kann ich den auch verkaufen. Bin ich wieder bei 7000. Na komm, zweimal mache ich noch und dann sollte es genug. Obwohl, wo habe ich hier... Ich habe eine Waffe ausgewählt bekommen, die ich gar nicht wollte. Was ist das eigentlich für ein Ding? Übrigens OP scheint das Ding zu sein. 1000 irgendwas mit einem normalen Schuss. Ey, die brauche ich. Ohne Witz, die brauche ich.